Wenn Sie erst nicht mehr in direktem Kontakt mit der Raumflotte stehen, werden Sie auf von uns nicht vorhersehbare Umstände stoßen. Ihr Schiff und vielleicht sogar die gesamte Föderation wird mit den Folgen Ihrer Entscheidungen zu leben haben. Anders als in den ersten beiden Simulationen haben wir nicht nur vor, Ihre Kampfeigenschaften zu testen. Sie müssen auch in der Lage sein, gut fundierte Entscheidungen zu treffen.